Ja, und ich sage herzlich willkommen zu diesem runden Tisch. Seit heute ist eben auch vom Parlament aus der Weg frei für die Nationalratswahl am 15. Oktober. Doch statt einer Sommerpause beginnt jetzt eben auch für die Clubchefs der Parlamentsparteien der Wahlkampf. Wir wollen uns die Ausgangslage der einzelnen Parteien ansehen und klären, mit welchen Wahlzuckerln das Parlament an den Plenumstagen voraussichtlich eben im September und im Oktober noch zu rechnen hat. Gekommen sind heute Abend der Clubobmann der SPÖ, Andreas Schieder, der stellvertretende Clubobmann der ÖVP, August Wöginger, der Clubobmann der Grünen, Albert Steinhauser. Guten Abend. Der Clubobmann der FPÖ, Heinz-Christian Strache. Grüß Gott. Der Clubobmann, der Stellvertretende der NEOS, Gerhard Loacker, herzlich willkommen. Und der Clubobmann des Trim Stornach, Robert Luger. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Ich hoffe, es ist für Sie alle okay, dass ich anfange mit dem stellvertretenden Clubobmann der ÖVP, der quasi neu in der Runde ist, dieser Funktion heute. Ich habe heute in der Presse gelesen, Sie sind heute bei mir zu Gast, weil Sie ein Kurzvertrauter sind und quasi jetzt schon die Geschäfte des Clubobmanns der ÖVP zu solchen Anlässen übernehmen. Ist das pro futuro jetzt schon eine Entscheidung? Einen schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Reinhold Lopatka, unser Clubobmann, hat ja heute eine Rede gehalten im Parlament bei der Sondersitzung. Und er ist jetzt unterwegs in seinem Wahlkreis in der Oststeiermark. Er hat dort einen Termin, den er wahrnehmen muss. Und er hat mich gebeten, ob ich ihn heute hier vertreten kann, was ich gerne tue. Sie tragen seit kurzem keine Krawatte. Das, weil Sebastian Kurz auch keine trägt? Bei den hochsommerlichen Temperaturen habe ich auch in der Vergangenheit schon keine Krawatte getragen. Alles klar. Wir haben es jetzt schon gehört in der ZIP 2 bei Lorenz Tittelbacher. Wir haben es jetzt auch in meiner Anmoderation schon gehört, das Wort Wahlzuckerl. Jetzt möchte ich in die Runde einmal die Frage werfen, mit welchen Wahlzuckerln ist denn noch zu rechnen? Vielleicht einmal an Sie, Herr Clubobmann. Wird es noch Regierungsvorlagen geben für zum Beispiel den Plenartag im September? Es sind einige Dinge ja sowieso schon fix für die September-Sitzung. Das ist der Bericht des Untersuchungsausschusses zum Eurofighter-Skandal. Allein das ist, glaube ich, Diskussionsstoff noch genug für das Plenum. Es sind ein paar andere Berichte und Gesetzesvorhaben auch in Vorbereitung. Ob noch Großes aus der Regierung kommt, wage ich zu bezweifeln. Aber man kann den Tag nie vor dem Abend loben, wie es so schön heißt. Das heißt, man wird sehen, was sich noch politisch tut, denn es hätte ja auch niemand geglaubt, dass wir in der letzten Plenarsitzung, also vor der heutigen, da noch so wesentliche Dinge wie die Abschaffung des Pflegeregresses, die Frauenquoten in den Aufsichtsräten und all solche wichtigen Dinge noch beschlossen haben, wo kurz davor die politischen Mehrheiten ja für diese Fragen gar nicht so klar waren. Es ist eine Begutachtung des Sicherheitspolizeigesetz. Was meint die Opposition? Wird das noch was? Wird das ein Wahlzucker? Also ich denke, jetzt haben wir die letzten 4 Jahre erlebt, dass da nicht wirklich ein großer Wurf gelungen ist. Also ich rechne jetzt auch nicht mit dem großen Wurf, der da noch gelingen wird. Man sagt, am Abend werden die Wahlen fleißig. In den letzten Jahren haben wir erlebt, dass in ganz wesentlichen Fragen leider falsche Entscheidungen getroffen worden sind. Und jetzt werden die Karten neu gemischt. Das war in Wahrheit heute mit der Schließung des Parlaments, der Schritt in Richtung 15. Oktober. Und das ist gut, dass die Karten neu gemischt werden. Und ich denke, was ganz wichtig ist in der gesamten Betrachtung ist, ja, dass die überwiegende Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher keine Fortsetzung von Rot-Schwarz wünscht. Aber die Gefahr besteht, denn ich sage, die Erfahrungswerte in der Vergangenheit, 2008, ne, damals war es, glaube ich, der Willy Molterer, der gesagt hat, es reicht. Ne, dann haben wir eine Wahl gehabt, 2013 war es der Werner Faymann, genug gestritten, die Gesichter haben sich immer wieder geändert. Und nach der Wahl hat man sich dann wieder sozusagen sozialpartnerschaftlich zusammengerauft, um ja keine Reformschritte vornehmen zu müssen. Also das gilt es natürlich zu verhindern und das wird man nur mit uns Freiheitlichen schaffen. Das haben Sie heute auch schon im Parlament gesagt. Zwei Sachen, Sie haben es gesagt, das Parlament hat geschlossen. Das ist eben nicht so, es arbeitet ja weiter. Deswegen noch einmal zu diesem Sicherheitspolizeigesetz. Da steht in der Begutachtung unter anderem drinnen, es soll möglich werden, das Abhören von Telefonaten über Social Media, also über Skype etc. Ist das etwas, wo die Opposition zum Beispiel sagen würde, Herr Steinhauser, da könnten Sie mit? Nein, das ist auch kein Wahlzuckerl, sondern das ist ein plumpes Überwachungspaket. Der Heuhaufen ist groß und es geht immer um die Stecknadel, die gefunden werden muss. Wir wissen, dass die meisten Terroristen schon im Visier der Polizei waren, aber dass man das falsch eingeschätzt und eingeordnet hat.
Und was die Regierung jetzt macht, sie macht den Heuhaufen größer, indem es noch mehr Überwachung gibt und glaubt, sie findet dann die Stecknadel. Das halten wir für den falschen Weg. Es wird in kurzen Abständen ständig in unsere Grundrechte hineingeschnitten. Und das halten wir für fahrlässig. Und da werden wir auch auf die Grundrechte aufpassen. Und daher ist das kein Waldzucker, sondern eine bittere Pille. Ja, da wird versucht, über WhatsApp-Nachrichten und Skype-Nachrichten Leute zu fangen. Also wenn jemand einen Terroranschlag plant, dann wird er keine WhatsApp-Nachrichten verschicken, um den zu planen. Dem Minister, die Zuständigen gaukeln den Bürgerinnen und Bürgern da Sicherheiten vor. Ich möchte nochmal auf das zurückkommen, was Kurmann Schieder gesagt hat. Ja, es wurden vor 14 Tagen noch große Beschlüsse gefasst, aber eben auch teure Beschlüsse. 2 Milliarden Euro für den Beschäftigungsbonus, 778 Millionen für die Aktion 20.000. Da haben die Regierungsparteien nochmal ordentlich in die Kassen gegriffen und Geld verteilt. Und genau das gehört sofort gestoppt. Von jetzt bis zum 15. Oktober dürfen keine solchen Spendieraktionen mehr erfolgen. Deswegen hat Matthias Scholz auch den Pakt für Verantwortung vorgeschlagen. Kern hat ihn unterschrieben. Sebastian Kurz hat zugesagt, dass er ihn unterschreibt. Das Team Stronach hat ihn unterschrieben. Gibt es diese Verantwortung der Abgeordneten jetzt, hier nicht die Spendierhosen anzuziehen und das Geld der Bürger zu verteilen? Aber jetzt einmal, das sind keine Spendierhosen, wenn man ein großes Paket zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit schnürt. Das ist ein bisschen eine abgehobene Sicht. Ich finde, Arbeitslosigkeit ist eines der großen gesellschaftlichen Probleme in Österreich. Und wir haben hier Maßnahmen entwickelt, wie man Unternehmen fördert, dass sie Leute einstellen und wie man in der Problemgruppe derer, die sich besonders schwer tun am Arbeitsmarkt, nämlich jene Leute, die älter als 50 sind und langzeitarbeitslos sind, ihnen auch zukünftige Chancen haben. Und das lasse ich nicht als Spendierhosen gelten, sondern das ist gesellschaftspolitisch ganz, ganz wichtig. Ich halte es auch für problematisch, dass du über den Pflegeregress so von hat er noch gar nicht. Pflegeregress ja, macht hat er nicht immer erwähnt. In einen Atemzug. Nein, hat er ja auch nicht. Dagegen gestimmt. Pflegeregress würde ich jetzt auf den Tisch legen gerne, ob man das als Wahlzuckerl Ihrer Meinung nach beurteilen kann. Der Punkt ist, dass sowohl die Rechnungshofpräsidentin gewarnt hat und gemeint hat, dass die Streichung des Eigenregress eben keine nachhaltige Finanzierung im Hintergrund hat. Genauso hat sich ja auch der Landeshauptmann aus Vorarlberg-Wallner geäußert, der gesagt hat, ja, wir können das nur mitmachen, wenn wir da wirklich zusätzliches Geld kriegen. Das heißt, letztlich wird da nicht uns Steuerzahlern was vorgegaukelt, nämlich der Regress ist abgeschafft, aber in Wirklichkeit ist völlig unklar, wie das finanziert wird. Na, man muss schon sagen, dass der Pflegeregress eine Art Enteignung ist von Menschen, die ein hartes Schicksal haben. Mhm. Und daher, glaube ich, ist es schon so, dass die Politik hier, ich lasse den aber Kollegen gleich aussprechen. Zahlen? Wer soll es bezahlen? Ja, genau, das ist die Frage. Die Bedeckung ist sicher ein Thema, aber da würde ich durchaus sagen, sollten wir in die Vermögensteuern einsteigen, das ist keine Frage. Also das grundsätzliche Problem ist ja, dass immer Wählerkauf auf Wählerkosten betrieben wird. Das heißt, solange man etwas macht, was keine Bedeckung hat, das heißt, wo keiner weiß, wie das bezahlt werden soll, wo man dann zusätzliche Schulden aufnimmt, bezahlt der Wähler das Wahlzuckerl. Also Wählerkauf auf Wählerkosten. Und das ist das Problem. Was wir jetzt sehen wollen, sind Maßnahmen, die nichts kosten. Und da sind wir beim Flüchtlingsbereich. Bleiben wir jetzt einmal trotzdem noch beim Pflegeregress. Herr Strache, ja. Der Herr Steinhauser hat gerade gesagt, man soll da eine Vermögenssteuer vielleicht überlegen. Ich möchte es anders machen, Stichwort Erbschaftssteuer. Vielleicht noch für unsere Zuseher und Zuseherinnen. Die FPÖ hat ja auch mitgestimmt bei der Abschaffung des Pflegeregress. Sie sind auch dafür. Haben Sie eine Idee, wie das finanziert werden soll? Sie sagen ja auch gleichzeitig, haben Sie heute auch wieder im Plenum gemacht, es soll keine Erbschaftssteuer geben mit der FPÖ. Wird es das nicht geben. Wie soll dann der Pflegeregress finanziert werden, also die Abschaffung? Ja, vollkommen richtig, denn was brauchen wir? Wir haben heute die höchste Steuer- und Abgabenbelastung, die höchste in der Zweiten Republik. Und wir geben mehr aus, als eingenommen wird, obwohl wir die höchste Steuer- und Abgabenbelastung in dem Land haben, die heute alle erdrückt, nämlich von Arbeitern angefangen bis Angestellten, bis kleinere und mittlere Unternehmer. Das heißt, die werden ja vom Staat ausgesackelt, weil der Staat nicht bereit ist, einmal in seinem eigenen rot-schwarzen Verwaltungsspeck endlich einmal anzusetzen. Und das beginnt natürlich beim Förderwesen, ja, wo es keine Transparenzdatenbank bis heute gibt. Das beginnt mit einer Ausgabenbremse auch im öffentlichen Bereich, wenn es um öffentliche Steuergelder geht, wo ich alleine schon mit einer Ausgabenbremse, mit einer ziemlichen Sicherheit auch in der Durchrechnung die Abgabenquote auf unter 40% drücken könnte, ohne weitere Reformschritte zu aber setzen, wie finanzieren Sie, also Sie sagen ja immer, Sie wollen in die nächste Regierung, ja, ja. Wie finanzieren Sie die Abschaffung des Pflegeregresses? Ein paar Dinge vielleicht noch zur Klarstellung. Ja, die Vermögensteuer und die Erbschaftssteuer, das ist ja kein gestohlenes Geld der Menschen.
Menschen. Wir haben ja heute die Reichensteuer. Die Menschen haben bei einem gewissen Gehalt zahlen sie mehr als 50% Steuern. Das heißt, da muss man sich, ja klar, bis 55%, das ist ja angehoben worden. Ja, aber Steuersatz und, nicht durchschnittlich. Ja, nein, und da bleibt am Ende dann den Menschen ja, weniger als die Hälfte über. Und dann, nein. Ja, und dann schaffen viele mit Krediten dann eine Eigentumswohnung, schaffen ein kleines Häusl irgendwann einmal vielleicht einen Bauernhof abzustottern, damit dann die Kinder es hoffentlich einmal besser haben. Also, und dann, wenn die Eltern sterben, die ein Leben lang gearbeitet haben für ihre Kinder, will der Staat wieder ins Börsel greifen. Also ich sage, der Staat und die Politiker von Rot und Schwarz haben endlich bei sich selbst. Aber Sie haben noch immer nicht gesagt, wie Sie es finanzieren. Ja, das geht mit einer Staats- und Verwaltungsreform, ja, nein, das geht natürlich mit einem Fördersystem, das durchleuchtet gehört und in vielen Missbrauchsbereichen abgestellt gehört. Es sind zwei Dinge klar geworden. Erstens einmal, der Kollege Strache wird sich sinnvollerweise nicht bewerben als Finanzminister, weil da hat er große Lücken. Und der zweite Punkt ist auch ganz klar, der Pflegeregress trifft vor allem die Leute mit kleinen Einkommen, mit mittleren und durchschnittlichen Pensionen. Das sind die Leute, denen dann noch alles weggenommen wird, was sie haben, das Auto, der Fernseher, das Wochenendhaus, der Kleingarten, das sind keine großen Vermögen. Und das ist daher was ungerecht und daher was richtig, dass wir den Pflegeregress abgeschafft haben. Natürlich, richtig, ja. Für den gesamten Bereich Pflege, der uns zusätzliche Kosten auferlegen wird als Gesellschaft, brauchen wir eine Finanzierung. Unser Vorschlag ist, mit einer moderaten Erbschaftssteuer ab Millionen Erbschaften schafft man eine Einnahmenquelle, die das genau gesellschaftlich fair so verteilt, dass man sagt, die Pflege für alle Leute ist finanzierbar. Aber wäre es nicht gesellschaftlich fair, wenn ich da Ihre Diktion jetzt kurz übernehme, dann auch zu sagen, dass eben die Leute, die Millionen erben oder schon geerbt haben, die ein großes Vermögen haben, sehr wohl sich auch die Pflege, die sie sich leisten können, auch selber zahlen sollen? Also zum einen, der Pflegeregress ist eigentumsfeindlich und daher war er auch ungerecht und ich finde es in Ordnung, dass wir den abgeschafft haben. Aber wir haben ja zwei Maßnahmen auch verankert, nämlich gesetzlich zum einen, dass das Foto auf der E-Card kommt, um Sozialmissbrauch hier einzudämmen und zum Zweiten ein verbessertes Medikamentenmanagement in den Pflegeheimen. Und ich habe vor kurzem drei Pflegeheime in meinem Bezirk, Heimatbezirk Scherding, besucht und habe das auch durchdiskutiert mit den Heimleitungen. Das ist wirklich möglich, dass man hier zum Beispiel auch eine gute Logistik auch der Krankenhäuser in diesem Bereich mitnutzt, was derzeit nicht der Fall ist. Das heißt, aber so wird der Herr Landeshauptmann Wallner, glaube ich, in Vorarlberg nicht zufrieden sein, wenn Sie diese Vorschläge nur machen. Aber das sind Möglichkeiten, wo wir hier Einsparungen erzielen können. Und zum Sozialmissbrauch noch ein Wort. Also ich glaube, man müsste auch die Mindestsicherung noch bundeseinheitlich regeln. Das ist was, aber was wir jetzt nicht mehr zusammengebracht haben. Das ist schon eine Punkte zerstören. Ihr wollt jetzt keine einheitliche Regelung. Die niedrigere Mindestsicherung, was sogar der Rot-Blau im Burgenland beschlossen haben. Eine bundeseinheitliche Kürzung. Aber ich wollte noch was zum Pflegeregress sagen. Der Pflegeregress ist eine hundertprozentige Vermögensteuer. Das muss man mal so sagen, weil am Ende alles weg sein kann. Und wir leben in einer Solidargemeinschaft, wo Risiken verteilt werden. Und das ist auch gut so, weil das stärkt den sozialen Zusammenhalt. Und wenn jeder nach seiner Möglichkeit und Stärke beiträgt, und da kann eine moderate Vermögensteuer ein Beitrag sein, dann entspricht das eigentlich der Logik, wie wir soziale Lasten verteilen. Das ist fair. Und wenn das ist wichtig zum Thema Gerechtigkeit. Zum Pflegeregress haben Sie schon einmal nicht gesagt. Der Pflegeregress haben wir bitte seit 12 Jahren gefordert, den abzuschaffen. Jetzt sind Sie endlich unserer Forderung nachgekommen. Aber der entscheidende Argument ist richtig. Nicht durcheinander sprechen, der Herr Strache. Der entscheidende Punkt ist Gerechtigkeit und Fairness. Und da sind wir genau beim Thema. Wir haben ein Anreizsystem ja für alle möglichen Missbrauchsebenen. Alleine in Wien, wo Ihre Partei ja mitregiert, ja, mit Rot, haben wir eine Situation, wo jetzt 200.000 Mindestsicherungsbezieher im Mai der Fall waren, 57% nicht österreichische Staatsbürger sind, Menschen, die noch nie eine Stunde gearbeitet haben und in das System noch nie eingezahlt haben, die Mindestsicherung kriegen. Nein, das ist und da 350 Millionen nur für jene nicht österreichische Staatsbürger ausgegeben werden. Diese 300, lassen Sie mir mal reden, sind Sie nicht so nervös? Ich bin gar Sie müssen einmal eine Diskussionskultur lernen. Ich bin gar nicht nervös, aber Sie verkaufen eine Verwaltungsreform, ernsthaftes Gegenfinanzierung für Pflegeregress. Also so kann man nicht diskutieren. Nein, nicht jetzt bin aber ich dran. Ich habe nicht einmal noch fertig gesprochen. Ich habe trotzdem einen Vorschlag, Herr Strache. Also so ist keine Kultur. Na, da gehe ich. Also das macht ja keinen Sie Sinn. Also wenn Sie mir nicht einmal einen Gedanken aussprechen lassen, dann macht die Diskussion keinen Sinn. Ich hätte jetzt folgenden Vorschlag. Sie haben jetzt das Thema Mindestsicherung angesprochen. Sie haben vor allem Wien angesprochen. Ich wollte Ihnen nein, ich bin unterbrochen worden nach dem ersten Satz. Ich habe jetzt folgende Idee dazu. Folgende Idee. Mindestsicherung ist jetzt hier aufgewühlt diskutiert worden, auch ein bisschen unsachlich. Das ist mir heute auch im Plenum aufgefallen bei der Sondersitzung. Und was ist dann passiert?
Dann ist Vizekanzler Wolfgang Brandstätter aufgestanden und hat gesagt, er hat im Waldviertel sich mit Leuten getroffen und da ist er angesprochen worden von jemand. Und das hat ihn persönlich sehr beeindruckt, weil der hat Folgendes zu ihm gesagt oder ihn gefragt: Wieso geht ihr Politiker und Politikerinnen immer so aggressiv miteinander um und so aufeinander los? Und gleichzeitig sagt ihr uns, wir sollen alle gegen Radikalisierung sein. Und der Herr Vizekanzler hat heute gesagt, das hat ihn schwer beeindruckt. Und mein Eindruck war jetzt gerade auch, beim Thema Mindestsicherung gehen gleich wieder die Emotionen hoch. Das wird offenbar auch ein emotionales Wahlkampfthema. Und ich stelle die Frage, gibt es vielleicht hier jetzt die Möglichkeit, einen Lösungsansatz zu finden, dass es da vielleicht sogar noch im Herbst einen Vorschlag gibt, der zum Thema Mindestsicherung was im Parlament bringt? Da bin ich ja nicht dazu gekommen, weil es offenbar nicht gewünscht ist, dass man einen Gedanken, der vielleicht ein anderer sein mag als der vom Herrn Steinhauser, zu Ende führen kann, weil es ihm offenbar nicht passt, andere Meinungen zu haben. Und das gehört eben auch, ich sage abgestellt von der Diskussionsleiterin, das sage ich ganz offen dazu. Es geht darum, diese Anreizsysteme eines Missbrauchssystems, die österreichischen Steuerzahler, die 40 Stunden arbeiten oder 40 Jahre gearbeitet haben, finanzieren müssen, abzustehen. Wenn da heute Milliarden versickern, auch in dem Bereich, ja, durch Fehlentwicklung in einer Regierung, dann verstehen zu Recht die Menschen nicht, dass ihr hart erarbeitetes Geld, wo Steuern abgeführt worden sind, für solche Systeme ausgegeben werden und sie ungerecht behandelt werden. Da geht es um Gerechtigkeit und Fairness. Aber und da geht es darum, dass Menschen, die 40 Jahre gearbeitet haben und länger, mit 830 Euro teilweise eine Pension erhalten und andere, die keine Stunde gearbeitet haben, durch so ein Anreizmissbrauchssystem das bekommen. Das muss abgestellt werden. Wenn Sie 40 Jahre gearbeitet haben, bekommen Sie 1.000 Euro Pension. Das sollten Sie eigentlich wissen. 940 Euro ist die Durchschnittspension. Ja, Herr Wöginger, Stichwort Mindestsicherung. Können Sie sich Stichwort, aber gesagt haben Sie uns jetzt nicht, was Ihr Vorschlag ist. Ja, das Anreizsystem wieder beleidigt sind, aber nicht eingezahlt haben, eine Grundsicherung erhalten müssen. Was würden Sie als Asylanten machen? Und als Asylwerber? Ja, eine Grundsicherung für jene Asylanten und Asylwerber, die nicht bereit sind, zu arbeiten. Was da braucht es eine Grundsicherung und kein Geld. Asylwerber und keine Mindestsicherung. Lieber Herr Kuppermann, Asylwerber dürfen in Österreich nicht arbeiten. Dort verschwinden 350 Millionen Euro alleine in Wien. Es wird jetzt schon langsam. Ich bin dafür, dass wir einmal jetzt hier Cooldown machen und nicht durcheinander reden, weil dann verstehen auch alle zu Hause noch was. Aber ich muss einen Satz, darf ich sagen. Sie könnten das Asylwerber, ja, der Herr Wöginger ist jetzt dran. Stichwort Mindestsicherung, konkreter Vorschlag. Sie haben gesagt, Lösung Oberösterreich und Niederösterreich soll bundesweit sein. Das ist wohl nicht sehr realistisch mit Ihren momentan noch Koalitionspartnern. Drei Bundesländer haben es bereits vorgemacht, nämlich Oberösterreich, Niederösterreich und auch das rot-blaue Burgenland, wo wir eine Deckelung eingezogen haben für größere Familienverbände bei 1.500 Euro netto und zum Zweiten eine niedrigere Mindestsicherung für Menschen, die in den letzten 5 Jahren nicht in Österreich gelebt haben. Das geht von 560 Euro bis 584 Euro im Burgenland. Und darum geht es, Herr Kollege Schieder, dass wir das gemeinsam noch verabschieden, weil ich kann nicht erklären, wenn eine Mindestpensionistin in Wien mit 840 Euro auskommen muss und neben der Frau zieht ein anerkannter Flüchtling ein und der hat dasselbe Geld zur Verfügung, der aber in diesem Land, den nehmen wir auf, das ist in Ordnung, aber der hier noch nichts gearbeitet hat oder eingezahlt hat. Weil er noch nicht arbeiten durfte, vielleicht kriegt er ganz schnell Arbeit. Ich würde das gerne mal sagen. Bitte nicht durcheinander reden. Jetzt ist am Wort der Herr Kuppermann-Schieder. Sie sind am Wort. Wie immer es eingeteilt wird, ist mir alles recht. Ich habe erstens einmal, lieber August Wöginger, es ist nicht ganz redlich, was du da argumentierst, denn... Warum? Wir haben lange verhandelt, weil das Ziel war, bundeseinheitlich die Mindestsicherung umzustellen, zum Beispiel auf mehr Sachleistungen. Und dafür bin ich heute noch. Was Oberösterreich gemacht hat unter Schwarz-Blau, ist, dass sie das so eingeführt haben, wie zuerst erzählt. Nur es stellt sich heraus, die Bürokratiekosten kosten jetzt mehr als die Ersparnis. Ich meine, das ist ehrlich gesagt wirklich ein Schildbürgerstreich, was in Oberösterreich gemacht worden, weil die Bürokratiekosten sind größer geworden, die Einsparung, die man gemacht hat, ist kleiner gewesen. Ich meine, das ehrlich gesagt, das ist das wirklich ist der falscheste Weg. Ich bin dafür. Ich möchte jetzt mal als einer hier sagen, wofür ich bin bei der Mindestsicherung. Sie ist notwendig, dass wir sie so gestalten, dass die Leute Jobangebote bekommen und auch animiert werden, dass sie diese annehmen. Zweitens, ich bin für mehr Sachleistungen als Geldleistungen. Also ich bin dafür, dass die Leute, Sachleistungen heißt bei der Miete, bei Schulkosten oder anderen Kosten, dass man ihnen da auch mit Sachleistungen unter die Arme greift und dass es einheitlich ist. Ich bin aber nicht dafür, dass man spart dort, wo Familien mit Kindern, wo alleinerziehende Mütter mit Kindern dann nicht mehr genug Geld zum Leben haben, weil das ist unwürdig in unserer Gesellschaft. Das müssen wir uns auch in Zukunft leisten können und wollen.
Ich war dabei. Ich will es, ihr leider nicht. Ich war dabei bei den Verhandlungen und ich kann nicht erklären, dass es Familien gibt, wo 3.000 oder 4.000 Euro. Das stimmt ja nicht. Nett, die gibt es, die Beispiele. Ja, nein, aber das gut. Wollen wir noch einmal zurückgehen zu der Wortmeldung des Vizekanzlers? Weniger Radikalisierung in der Sprache. Ich probiere es jetzt mit einer kleinen Zwischenrunde. Stichwort Untersuchungsausschuss. Gibt es da vielleicht Konsens, dass wenn der neue Nationalrat am 9. November angelobt werden wird, dass es da sehr schnell wieder die Einsetzung des gestern beendeten Untersuchungsausschusses zum Thema Eurofighter geben soll? Ja. Herr Lorca. Ja, da sind wir sicher dabei, wenn es darum geht, die Aufklärung abzuschließen. Ja, selbstverständlich, wir sind nicht fertig geworden, daher arbeiten wir nach den Wahlen weiter. Herr Strache. Selbstverständlich, denn es kann nicht sein, dass weil vorzeitige Neuwahlen von Seiten der Koalition provoziert worden sind und damit die weitere Untersuchung abgedreht wurde, dass diese Flucht ermöglicht wird. Da werden wir für die Neueinsetzung und die Untersuchung auch aller vorgegebenen Punkte Sorge tragen. Das heißt, da gibt es Konsens in der Opposition. Das heißt, das schaut gut aus, den wird es wieder geben. Die momentane Regierung, da frage ich nicht. Ja. Sie frage ich jetzt nicht dazu, Herr Luger, weil Sie, ja, wie es ausschaut, nicht mehr im nächsten Parlament sitzen werden. Außer, meine nächste Frage. Sind Sie Hellseher, wissen Sie das? Das Team Stronach kandidiert ja, aber nicht mehr. Ich kandidiere, mehr. Das habe ich immer gesagt. Also das ist keine Neuigkeit für Sie, nehme ich an, oder? Ich möchte den Herrn Strache dazu etwas fragen. Herr Strache, haben Sie den Herrn Luger schon gefragt, ob er vielleicht bei Ihnen wieder anheuern möchte, bei seiner politischen ersten Heimat, der FPÖ? Haben Sie ihn gefragt, ob er zu Ihnen kommen will? Ich habe ihn noch nicht gefragt. Werden Sie ihn fragen? Ja, vielleicht. Ich meine, er ist ein ganz sympathischer Bursch. Das ist ein Angebot, aber, Herr Luger, was sagen Sie dazu? Sie, das werden wir hier sicherlich im Fernsehen. Warum nicht? Wieso? Das sind doch News. Transparent. Also, es nein, ist ganz konkret, das war doch ein klares Angebot, Herr Luger. Können Sie sich Angebot vorstellen? Für Blitzke. Ja, ja. So, vielleicht. Sie auch zur FPÖ gehen? Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ausschaut beim ORF. Vielleicht haben Sie da keine Perspektive. Ich habe gefragt, ob Sie bei Ihrer politischen ersten Heimat der FPÖ wieder andecken wollen. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich kandidieren werde. Da hat sich nichts geändert in den letzten 1,5 Jahren. Und lassen Sie sich überraschen. Das heißt, Sie planen die Unterschriften von anderen Abgeordneten in der Ausmaß, wie Sie es brauchen? Was ich planen, werde ich Ihnen natürlich sagen. Aber ich würde gerne was sagen. Zu der grundsätzlichen Frage, ob die Politik radikaler wird. Na, ganz im Gegenteil. Natürlich gibt es unterschiedliche Standpunkte und das ist auch gut so. Und im Parlament werden unterschiedliche Standpunkte diskutiert. Aber ich glaube, wir sind uns hier nicht irgendwie böse untereinander oder wir können uns auch alle privat ganz gut leiden. Und das ist genau der Punkt. Also das ist ein absoluter Schwachsinn, was der Herr Vizekanzler hier gesagt hat, dass die Politik radikal wird. Das wird sie nämlich nicht. Es gibt unterschiedliche Standpunkte und das ist gut so. Mhm. Herr Steinhauser, wir haben es gehört, eigentlich die Opposition ist für die Wiedereinsetzung des U-Ausschusses. Haben Sie schon überlegt, wer dann für die Grünen reingehen könnte? Weil Peter Pilz wird es ja wohl nicht mehr sein. Also wir haben mit dem Werner Kogler einen exzellenten Aufdecker, der auch vor 10 Jahren schon im Eurofighter-Untersuchungsausschuss gesessen ist. Der kann jede Aufdeckerarbeit übernehmen. Vor knapp 14 Tagen haben Sie gesagt, Sie werden mit Peter Pilz nicht auf die Blutwiese gehen. Jetzt ist der Ausschuss mal gestern beendet worden. Da hat es geheißen, dann wird sich Peter Pilz in nächster Zeit entscheiden. Wissen Sie mehr als wir alle hier? Wird er jetzt mit einer eigenen Liste antreten? Also mit freiem Auge sichtbar, wir waren nicht auf der Blutwiese. Wir werden dort auch nicht hingehen. Nein, wir haben eine klare Vorgangsweise vereinbart. Wir setzen uns zusammen und suchen gemeinsam eine Vorgangsweise, wie wir mit der Situation umgehen. Und sobald das soweit ist, werden wir das verkünden. Das heißt, Sie wissen noch nicht, ob Peter Pilz seine eigene Liste gründet? Das weiß er selber noch nicht, hat er mir heute erzählt. Okay. Er schaut sich das an. Ja, Herr Würginger, Sie haben heute keine Krawatte. Ich habe Sie zuerst gefragt, ob das damit zu tun hat, dass Sie als Kurzmann in der ÖVP, die sich jetzt neue ÖVP oder Bewegung nennt, gelten, ob das damit zu tun hat. Was ich Sie fragen möchte, es wird momentan sehr viel inseriert, also man sieht sehr viele Plakate von Sebastian Kurz, da wird schon sehr viel Geld hineingebuttert. Der momentane Stichtag ist ja noch nicht gefallen, ab dann die Wahlkampfkosten auch gezählt werden. Hat das damit zu tun, dass Sebastian Kurz jetzt schon so viel wirbt, weil das Geld da noch nicht gezählt wird? Wir haben einen neuen Stil, wir haben eine neue Bewegung. Wir wollen auch weg von diesen Anschüttungen. Und das zeigt sich auch, dass das Früchte trägt, weil immer mehr Menschen auch dieser Bewegung folgen. Wir haben kürzlich den Parteitag abgehalten in Linz und als der fertig war, sind wir hinaus bei den Toren des Design Centers und dann sind 5.000 Menschen auf dem Platz gestanden. Das war jetzt nicht meine Frage. Aber. Die wollten Sebastian Kurz sehen. Ja, aber Sie haben gefragt sozusagen, was ist jetzt anders? Wir haben seit einigen Wochen... Ich habe gefragt, ob Sie jetzt so viel Geld ausgeben, damit das nicht eingerechnet wird bei den Wahlkampf.
Wahlkampfkosten? Wir haben einen neuen Parteiobmann, der heißt Sebastian Kurz. Und der steht für eine neue Bewegung. Und dass er sich auch natürlich dem Volk zeigt, das ist ja doch eine logische Maßnahme. Ja. Falls Sebastian Kurz das hochgesteckte Ziel der ÖVP und von Sebastian Kurz nicht erreichen sollte, nämlich nicht Nummer eins wird, glauben Sie, bleibt Sebastian Kurz dann in der Politik? Also wenn ich diese Bewegung wahrnehme und ich sehe das auch bei mir daheim im Wahlkreis, im Innviertel und im Bezirk Schärding, dann gehe ich davon aus, dass wir erster Das war nicht meine Frage, wir probieren das gleich noch einmal. Ja. Wird Sebastian Kurz in der Politik bleiben, bei der ÖVP in der neuen Bewegung bleiben, so wie Sie das momentan nennen, wenn er nicht Nummer eins wird bei den Wahlen? Die Frage stellt sich für mich nicht. Sie haben ja geredet, oder? Mit ihm. Ich gehe davon aus, dass wir erster werden. Die Frage kann ich Ihnen auch stellen. Wird Bundeskanzler Christian Kern Ihrer Einschätzung nach, falls die SPÖ nicht Nummer eins wird, bleiben? Das war es auch nicht, das war nur der Kanzler. Wieso? Sie reden doch miteinander. Ich kann es eh beantworten. Ich weiß nicht, warum sich der Luger jetzt so aufregt. Es ist, erstens einmal wären wir Nummer eins mit Christian Kern, weil er ist als Bundeskanzler sehr wichtig für Österreich. Und also einer von Ihnen beiden wird nicht recht haben, ja, soweit einmal klar. Das ist jetzt schon klar, wer der Wöginger. Aber der zweite Punkt ist auch ganz klar. Der Christian Kern ist ein politischer Mensch, möchte Österreich gestalten und wird auf jeden Fall der Sozialdemokratie an führender Spitze erhalten bleiben. Das ist ja klar, dass man nicht in die Wahlen geht und sagt, ich bin der Fürst, ich bin nur dabei, wenn ich Erster werde und dann gehe wieder. Nein, man übernimmt Verantwortung und zieht die durch. Aber das Ziel ist, Erster zu werden und dieses Ziel werden wir auch erreichen, was übrigens für Österreich gut ist. Stichwort, was man so im Parlament dieser Tage hört. Ich wollte eigentlich nicht wirklich über mögliche Koalitionen reden, aber ganz kurz kann ich es jetzt doch nicht lassen. Ich habe immer wieder in den vergangenen Wochen mit roten Abgeordneten geredet, die mir off the records gesagt haben, bevor die Schwarzen wieder mit den Blauen gehen, ist es uns doch lieber, wir gehen diesmal mit den Blauen. Herr Strache, haben Sie das auch gehört? Na, wir erleben auf alle Fälle bis zum 15. Oktober einen Zweikampf. Nämlich die Freiheitliche Partei gegen das rot-schwarze System, das natürlich, ich sage, und das muss man ernst nehmen, bis dato aus der Erfahrung heraus immer vor Wahlen gestritten hat, um nachher wieder eine Fortsetzung zu finden und den 150. Neustart zu gehen. Und deshalb sage ich ganz offen, die SPÖ ist ja in der Frage völlig unglaubwürdig. Sie hat ja einen Parteitagsbeschluss, der ja aufrecht ist und klar und deutlich festhält, grundsätzlich mit uns auf Bundesebene nicht zusammenzuarbeiten. Und man hat sich nicht getraut, einen Parteitag abzuhalten, auch nicht getraut, eine Basisabstimmung vorzunehmen, um das endlich außer Kraft zu setzen. Und wenn man dann einen Art Wertekatalog macht, wo aber dann die Kommunikationschefin des Herrn Kern und bis hin, glaube ich, zur Ehefrau, dann in einer Organisation, in einem Verein tätig wird mit Herrn Haselsteiner, nämlich grundsätzlich jede Zusammenarbeit mit der FPÖ verhindern zu wollen, tätig wird, na, dann ist das alles natürlich nur die Ouvertüre, dass das alles unglaubwürdig ist. Und das muss man das natürlich schon ehrlich sein. Was ist Ihre Einschätzung für Sie persönlich? Können Sie wir wollen so stark wie möglich werden. Ja, wir wollen so stark wie möglich werden. Mit den Sozialdemokraten. Ja, wir grenzen ja niemanden aus. Ne? Aber natürlich muss die SPÖ zuerst einmal so einen gültigen Parteitagsbeschluss natürlich demokratiepolitisch in der eigenen Partei endlich einmal auch über Bord werfen. Sonst kann das ja nicht funktionieren. Sonst kann man ja gar nicht reden und verhandeln. Wir schließen einmal grundsätzlich niemanden aus. Aber wir wollen so stark werden, dass nach Möglichkeit die zwei keine Mehrheit mehr haben, weil nur das die Garantie werden wird, dass die zwei am Ende nicht wieder eine rot-schwarze Fortsetzung vornehmen. Stichwort Regierungsmehrheit, da bin ich bei den sogenannten Kleinparteien. Da gibt es natürlich immer wieder auch zu hören in letzter Zeit, wenn man die Grünen oder die Neos wählen sollte, dann könnte das eine verlorene Stimme sein, weil es eben ein Dreikampf wird zwischen den drei Parteien, SPÖ, FPÖ und ÖVP. Ist das etwas, wo Sie sagen, dass daran liegt es auch vielleicht, dass Sie momentan in den Umfragen so unter 10% eher liegen? Nein, eine grüne Stimme ist eine gut investierte Stimme, weil wir haben ein klares Angebot. Uns geht es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir erleben eine Polarisierung, ein Auseinanderbrechen. Da werden wir dagegen arbeiten. Wir stellen uns der großen Zukunftsfrage Klimaschutz. Dem nimmt sich keiner an. Wir verteidigen die Menschenrechte. Wir kämpfen gegen den Überwachungsstaat. Es gibt wahrscheinlich keine Partei wie die Grünen, die inhaltlich so breit aufgestellt ist und auch so kampfbereit ist für die Bürgerinnen und Bürger. In Wirklichkeit erleben wir drei Parteien, die sich im rechten Spektrum matchen. Wenn der Bundeskanzler Kern wegen 50 minderjährigen Flüchtlingen, die aus Italien aufgenommen werden sollen, ganz Europa in Atem versetzt, dann ist das ein Gruß an
die rechten Wählerinnen. Aber ist das logisch, wenn Sie sagen, das haben Sie halt auch im Parlament gesagt, ja, dass die ÖVP, die SPÖ und die FPÖ, dass die alle weiter nach rechts sind? Ist das dann logisch, Ihr Gedankengang? Weil da müsste ja letztlich mehr Platz momentan sein in der Mitte, sowohl für die Grünen als auch für die Neos. Es ist mehr Platz und dieses Spielfeld müssen wir nutzen. Das ist ganz klar. Mhm. Und das werden wir tun. Ich möchte ein nächstes Thema auf den Tisch legen, das ohne Hellseherin sein zu müssen ein Wahlkampfthema sein wird. Stichwort Mittelmeerroute. Gibt es eine Lösung? Gibt es ein Angebot? Kann es da einen Konsens geben im Parlament? Ich glaube, bei der Mittelmeerroute ist die entscheidende Frage, ich habe das auch heute im Parlament zur Diskussion gestellt, man kann und soll keinen Zaun ziehen, das ist ganz klar. Man darf auch Menschenrechtspolitik nicht in Frage stellen, wenn Menschen auf der Flucht sind. Es geht darum, aber auch über Fluchtursachen zu diskutieren. Und da ist ganz klar, die EU-Handelspolitik ist ein Mitgrund für Fluchtursachen. Ich habe schon im Parlament ein Beispiel gebracht. Es gibt in Ghana Tomatenpflücker, die ihre Tomaten nicht mehr verkaufen können, weil die EU mit Billigimporten bzw. Billigexporten nach Ghana dort die Märkte zerstört. Und auf den Plantagen in Italien und Spanien arbeiten afrikanische Arbeiter, die hierher flüchten, unter schlechtesten Umständen. Und wenn man natürlich dort die Lebensgrundlagen zerstört, dann braucht man sich nicht wundern, wenn auch Menschen zu uns kommen und schauen, dass sie hier ein Auslangen finden. Und daher ist der Herr Wöginger dran und dann der Herr Loacker. Das ist unsere Aufgabe. Ich habe dieses Thema heute auch angesprochen bei meiner Rede, bei der Sondersitzung. Und es ist ganz klar für uns von der Volkspartei, die Mittelmeerroute muss geschlossen werden, weil das sinnlose Sterben im Mittelmeer beendet werden muss. Warum macht das dann nicht? Und weil man den Schleppern das Handwerk legen muss. Das ist ganz notwendig und wir können hier nicht diese Zuwanderung in dem Ausmaß weiter verkraften. Das schaffen wir nicht. Dann müsste die EU-Handelspolitik die Botschaft des Tages, die Häfen sperren und den Fährverkehr für illegale Migration einstellen. Und dann? Die Menschen zurückbringen nach Nordafrika, weil dann machen sich nicht mehr so viele auf den Weg. Und wenn wir die Bilder sehen, dass Kinder ertrinken, weil sie sich auf Boote begeben, die maximal nach einer Stunde kaputt sind, dann müssen wir alles daran setzen, dass dieses Sterben ein Ende hat. Herr Strache, sind das nicht eigentlich Ihre Argumente, naja, die ÖVP sich da jetzt nimmt? Da muss man bei der Wahrheit bleiben. Die Schließung der Mittelmeerroute ist sicherlich notwendig. Da muss man nur die Frage stellen, warum hat man dann von Seiten der Bundesregierung, SP und ÖVP, nämlich sowohl Kern und Kurz, dann auf europäischer Unionsebene der Frontex-Wassertaxis zugestimmt, die von der Küste Libyens quasi 500 Kilometer nach Italien dann die Menschen mittels Taxi nach Europa bringen und dann eine Umverteilung. Nein, sie gehören rechtzeitig vor Libyen, ja, nämlich auf der Seegrenze abgefangen und auch zurückgeschickt, dann würde sich dieser Prozess auch ändern. Und bis dorthin müsste man auch die Brennergrenze schützen, wo sie nicht bereit sind dazu, weil nämlich letztes Jahr 30.000 Illegale gekommen sind. Und solange haben Sie die Zahlen, Herr Strache? Das sind Zahlen, die also auch von Exekutivbeamten bestätigt werden. Und wenn man natürlich keine Kontrollen, wenn man rechnet mit 30.000 Dunkelziffern und wenn man keine Grenzkontrollen macht und sogar die Order hat, wegzuschauen, dann kann man keine Zahlen definieren, sondern nur Schätzungen anlegen. Können diese Argumente genau das, stimmen? Schauen Sie, das ist jetzt schon wichtig, das vielleicht noch kurz zu erklären. Ja. Das ist ja ein Prozess, ja, wo man weiß, dass natürlich in Italien diese Menschen, die angekommen sind, natürlich sich in Bewegung gesetzt haben, Richtung Österreich und Deutschland weiterzugehen. Und wenn man da die eigene Grenze nicht schützt, dann darf man sich ja nicht wundern, dass wir heute über 100.000 Illegale bei uns haben, wo wieder die Regierung versagt, weil sie keine Rückführung und keine Abschiebung sind möglich macht. Sind wir da nicht wieder in der Wahlkampfpolemik? Die Probleme sind hier. Und wir reden über ein Mittelmeer und sind nicht einmal fähig, die Probleme im eigenen Land zu lösen. Es wird sehr wohl immer wieder in Zügen, stichprobenmäßig kontrolliert. Herr Schieder, was sagen Sie zu deinem Argument? Ich möchte zu der Mittelmeerfrage. Das ist natürlich eine sehr komplexe Angelegenheit, aber das Ziel ist richtig formuliert, dass wir es natürlich sagen müssen, wir wollen, dass möglichst wenig Leute nach Europa flüchten. Aber auch, was wir gar nicht wollen, ist, dass Leute im Mittelmeer ertrinken. Das heißt, wir brauchen ein System, dass die Leute am afrikanischen Kontinent bleiben, dass es dort auch Chancen zum Leben gibt. Und ich denke mir, dass die Antwort auf das alles nicht im österreichischen Wahlkampf gefunden wird, sondern nur, wenn Europa gemeinsam hier Strategien entwickelt. Dass Europa Geld in die Hand nimmt, dass die Leute dort Chancen haben, dass Europa die notwendige Ausrüstung schafft, wie Schiffe und dergleichen.
und auch diese Frage beantworten. Das Zweite zum Brenner möchte ich nur sagen, weil zum Brenner wird erstens einmal mit falschen Horrorzahlen agiert, die nicht einmal ansatzweise stimmen. Also durch Stichproben sind im letzten Jahr 12.000 aufgegriffen worden. Zuerst haben Sie gesagt 30.000, jetzt sind es 12.000. Entscheiden Sie sich mal. 12.000 sind aufgegriffen worden und 30.000 spricht die Exekutive, weil Sie gerade mich falsch ausgelegt haben. Sie müssen sich entscheiden. Entweder wollen Sie immer, dass Sie ausreden, dann lassen Sie die anderen ausreden. Oder Sie... Also entweder oder. Bitte, Herr Schieder. Am Brenner, die stimmen die Zahlen nicht. Der Bürgermeister von Brenner, also auf der Südtiroler Seite, von der Stadt Brenner, sagt selber, es ist nicht so ein Ansturm. Man muss vorbereitet sein, man braucht aber keine Panik machen. Und ich würde sehr, man muss auch keine Panzer hinschicken. Und man muss auch keine Panzer hinschicken, man muss vorbereitet sein. Aber der Brenner ist auch nicht eine Grenze wie jede andere. Denn es um ist das eine zu Grenze. Mit dem Panzer. Nein, da war das vom Herrn Doskozil auch wieder ein bisschen nein, Wahlkampf? Der Minister Doskozil. Was zu sagen mit den Kampf nein, mit was den nicht. Der Minister Doskozil hat eine einfache Aufgabe, nämlich sich rechtzeitig vorzubereiten. Das österreichische Bundesheer hat die Aufgabe, rechtzeitig vorbereitet zu sein, wenn was ist. Und nicht mehr und nicht weniger. Die Aufgabe des Bundesheers ist nicht aufzumarschieren am Brenner, das ist ja nicht geplant. Also vom Bundeskanzler zurückgepfiffen worden. Darf ich noch jetzt auch kurz meinen Gedanken ausführen und dass man nicht jetzt jeder ins Wort fällt. Was ich nämlich sagen will, wir müssen vorsichtig sein am Brenner, weil es ist eine Innertiroler Grenze zwischen Nordtirol und Südtirol. Das ist eine Grenze, die wir überwunden haben wollen, weil wir der Meinung sind, dass Tirol nicht getrennt sein soll, sondern dass die zusammenleben können. Dass es ein Erfolgsmodell ist zwischen Südtirol und Nordtirol. Und daher finde ich, muss man kooperieren in der Frage, aber der Brenner als Grenze definieren, wo wir Grenzkontrollen und alles das wieder einführen, ist ein Bild, das ich nicht will, aus mehreren Gründen. Ich finde es ja immer schön, wenn man diskutiert, dass man auch was daraus lernt und sich was vornimmt. Jetzt die Frage an Sie, können Sie vielleicht hier ein Vorhaben oder Versprechen, ist vielleicht zu viel für Sie, ablegen, dass wir uns einigen, die Mittelmeerroute wird nicht zum Schließen gebracht, wenn im österreichischen Wahlkampf damit sehr viel polemisiert wird und dass man sich vielleicht vornimmt, das Thema Brenner auch nicht jetzt so in diesen Wahlkampf hineinzuziehen. Ich lege es mal auf den Tisch, ist das eine Möglichkeit? Warum? Was ist das für eine Idee? Ja, man würde dem zustimmen. Das ist keine Frage. Jetzt ist der Herr Strache, dann der Herr Würger und der Herr Schiederstein. So die Runde. Also genau das ist es ja. Hätten wir 2015 auf uns gehört und die Grenze damals kontrolliert, wäre es gar nicht zu der Fehlentwicklung gekommen. Und wir haben ja die Probleme bereits hier in Österreich. Wir haben massives Integrationsversagen. Wir haben ja diese Entwicklungen des Integrationsversagens in unterschiedlichen Bereichen, wo in Wahrheit ein Versagen dieser Regierung da ist. So dramatisch war es noch nie. Und da Herr Schacher, das haben Sie schon gesagt. Ich habe jetzt gefragt, Sie sind offenbar nicht dafür, dass darüber nicht viel geredet wird. Jetzt ist der Herr Loacker und dann ist der Herr Loega. Bitte. Wenn wir jetzt wieder den Fehler 2015 wiederholen, bis dann wenn wieder wenn man hier mit Anstand auf sein Wort wartet, kommt man lange nicht dran, weder zur Pflege noch zur Mindestsicherung. So. Man darf ja nicht so tun, als ob der Brenner die einzige Möglichkeit wäre, die Grenze von Italien nach Österreich zu überschreiten. Das ist reine Showpolitik. Der fährt man mit Panzern auf und dann, wenn jemand wirklich in Österreich will, dann kommt er halt über Dörlmagern oder wo immer daher. Ja, also diese Show aus dem Wahlkampf herauszuhalten, gelingt uns leider bei keinem der Themen. Nicht bei der Mindestsicherung, nicht bei der Mittelmeerroute und nicht bei der Pflege. Und dieses Zurück zur Sache, das ist das Anstrengende in dieser Phase. Den Leuten Argumente zu liefern, das dauert oft länger als ein, zwei Sätze. Und im Wahlkampfgetöse, wo sich viele an Überschriften orientieren, gehen dann die Sachargumente unter. Umso disziplinierter müssen die Politiker sein, wenn wir jetzt in dieser Phase im Parlament weiterarbeiten und doch noch zu Lösungen kommen sollten, zum Beispiel zur kalten Progression, wo sehr leicht etwas möglich wäre, weil das ja auch im Regierungsprogramm drinsteht. Ist das ein Angebot, das Sie annehmen können vom Herrn Loacker? Man muss jetzt noch mal was sagen zur Mittelmeerroute. Und zwar, solange es die europäische Lösung nicht gibt. Ich hätte Sie jetzt gerne gebeten, dass Sie auf den Herrn Loacker antworten. Schützen. Das kann ja, Sie ja nicht sagen. Einen Satz, der für den fertigen, dann komme ich gleich zum Kollegen Loacker. Wir müssen natürlich unsere Grenzen schützen und der Innenminister und der Verteidigungsminister haben das ordentlich vorbereitet. Wir dürfen diese Bilder nicht mehr haben, dass praktisch die Polizisten an den Grenzübergängen weggedrängt werden von den Flüchtlingen. Und das stellen die beiden sicher. Zur kalten Progression, ein offenes Wort, unsere Position. Nein, es war nicht die KS, es war auch noch für sich die Frage. Und dann ist auch gleich bitte der Herr Luger dran. Es war der Vorschlag vom Herrn Loacker, weniger Polemik, mehr Sachthemen, weniger Emotion. Ist das etwas, wo Sie mitkönnen? Ja, natürlich. Aber das Schließen der Mittelmeerroute und der Grenzschutz ist ja ein Sachthema.
Zudem sind der Grenzschutz, wie er jetzt hier diskutiert wurde, erlauben Sie mir die Analyse, ist sehr emotional geführt worden, geht in Richtung Angstmache. dass man Polizisten auffahren lassen muss, der Herr Schieder hat gerade argumentiert, also, das ist eigentlich eine innere Grenze zwischen Süd- und Nordtirol. Aber wir haben immer gesagt, solange es die europäische Lösung nicht gibt, die wir wollen und auch anstreben, Außenminister Kurz ist ja heute auch in Südtirol gewesen, in Bozen, um dort auch mit dem Landeshauptmann diesbezüglich zu verhandeln. Das ist sein Job auch als Außenminister. Und er hat die Westbalkanroute zur Schließung gebracht und er wird auch die Mittelmeerroute zur Schließung bringen. Sie aber sagen, der Außenminister Kurz kann die Mittelmeerroute zum Schließen bringen alleine, das glauben Sie? Nein, natürlich nicht allein. Wir brauchen die europäischen Länder. Und das ist sein Job, dass er also hier auch unterwegs ist in den Nachbarstaaten. Ja, also erstens einmal, das könnte einigen so passen, dass man die wichtigen Themen aus dem Wahlkampf rauslässt. Das sind wichtige Themen für Österreich, Zuwanderung und wie man mit den Flüchtlingen umgeht. Und was den Sebastian Kurz betrifft, na selbstverständlich könnte der irgendwas schließen, nur will er nicht. Weil die ÖVP Zuwanderung will. Was die ÖVP auch will, ist Erster werden. Und deshalb tut man so, als würde man tatsächlich Interesse daran haben, die Flüchtlinge von Österreich fernzuhalten. Das tut man aber nicht. Denn es gibt überhaupt keinen Grund, Herr Schieder, wenn man schon die Flüchtlinge an Bord hat, warum man sie nicht nach Libyen zurückbringt, sondern nach Italien. Da gibt es keinen Grund, außer man will sie in Europa haben. Und das ist der Grund. Und Sie, die SPÖ und Sie, die ÖVP, wollen diese Flüchtlinge in Europa haben. Und deshalb sind sie auch da. Das und deshalb ist diese Route relativ leicht zu schließen, nur wollen Sie es nicht tun. Und das ist das Problem. An Ihnen wird ein Wortverdreher verloren gehen, wenn Sie nicht mehr sind. Also vielleicht nur einen Punkt. Ja. Natürlich redet vielleicht die ÖVP gerne über die Schließung der Mittelmeerroute, die notwendig ist, keine Frage. Aber dort, wo sie die Zuständigkeit hätte, Fehlentwicklungen aufzustellen, nämlich an der eigenen österreichischen Grenze, bei den eigenen rechtswidrig Aufhältigen hier in Österreich, die nicht abgeschoben werden, weil es keine Rückführungsabkommen gibt und wo man völlig rechtsstaatlich versagt, das möchte man natürlich wegdrängen, weil da ist dann die Verantwortung messbar am Innenminister, am Außenminister, am Integrationsminister. Und das sind genau die Punkte. Und da muss man schon sagen, da haben wir Probleme, weil 2015 schon ein Versagen da war und wir die Probleme hier in Österreich haben, bis hinein in den Integrationsbereich. Und dort brauchen wir jetzt Lösungen und nicht nur pseudohalber über die Schließung der Mittelmeerroute reden. Wir haben die Probleme bereits im Land und da müssen wir es jetzt rasch lösen. Und das ist leider Gottes, da ist man nicht bereit dazu. Schauen Sie, Herr Kollege Strache, wir sind fast schon am Ende. Wir tun viel. Sie haben es 10 Jahre gar nichts gemacht. Außer kurz vor der Wahl in Überschriften Kopiermeister zu spielen, aber nichts umzusetzen. Wir sind jetzt schon fast am Ende unserer heutigen Sendezeit. Ich stelle fest, alle sind auf Wahlkampfmodus geschaltet. Trotzdem ist der Sommer, trotzdem beginnt jetzt die Sommerpause. Ich will noch eine ganz kurze Schlussrunde machen. Wird es so etwas wie Urlaub geben oder wird durchgearbeitet? Und wenn ja, ist das vernünftig? Ganz kurz, Herr Lorca, Sie fangen an. Wir machen so die Runde. Ich gehe immer im Sommer eine Woche Radfahren mit meinen Freunden und das ist auch diesen Sommer der Fall. Herr Steinhauser. Eine Woche in Italien und eine Woche bei meiner Mutter. Mit und ohne Handy? Mit Handy. Herr Schieder, Handy abschalten im Urlaub? Wird auch mit geben? Handy, aber sehr viel auf den Bergen. Traunstein und andere habe ich im Visier heuer und zum Glück geht auf dem Berg oft das Handy dann nicht, da hat man dann sehr Ruhe. Herr Wöginger? 10 Tage Kroatien mit meiner Familie. Ohne oder mit Handy, ohne oder mit Internet? Mit dabei, aber meine zweite Tochter sagt immer, ich darf es am Tag nicht verwenden, ab und zu darf ich dann am Abend reinschauen. Ist das bei Ihnen, Herr Strache? Ja, wer viel arbeitet, der braucht auch Erholung und Urlaub mit der Familie. Und ich werde mit meinen Kindern, mit meiner Frau und mit meiner Mutter auch wie jedes Jahr 14 Tage in Spanien Urlaub machen. Das ist eine Selbstverständlichkeit und das gehört dazu. Denn ich sage, wer keinen Urlaub macht oder sagt, er macht keinen, der schwindelt doch. Jeder, der behauptet, jeden Tag 20 Stunden zu arbeiten und keine Erholung braucht, der sagt ja nicht die Wahrheit. Herr Luger, Urlaub. Ich werde auch Urlaub machen. 10 Tage werde ich eine Schiffsreise machen und dann werde ich dafür sorgen, hoffentlich, dass wir in Österreich endlich neue Mehrheiten bekommen und endlich eine Regierung, die arbeitet. Dann sage ich herzlichen Dank, wünsche Ihnen allen, dass Sie im Urlaub vielleicht ein bisschen runterkommen. Ich mache hoffentlich auch Urlaub ab kommender Woche und ich freue mich schon auf den nächsten runden Tisch. Ich gehe auch davon aus, vielleicht nach dem einen oder anderen Plenumstag auch noch im Herbst, wir werden sehen. Ich sage auf jeden Fall zu Ihnen, meine Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Das war es jetzt für diesen heutigen runden Tisch und es geht jetzt weiter mit dem Magazin Echo, wo Dieter Bornemann heute das erste Mal fix als neuer Moderator moderieren wird, weil Angelika Ahrens ja nach New York gezogen ist. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend und sage auf Wiedersehen.